Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt Sims 4. Ja, ich muss eine kleine Warnung machen, und zwar eine kleine Warnung, die kleine Warnung der Grafik. Und zwar, es hat sich was geändert, wir haben ja eine kleine Modifikation jetzt drauf. Ja, und zwar einen Depixler. Mal schauen, wie das hier ankommt mit dem Depixler. Ich fand es immer ein bisschen lächerlich, diese Pixel, weil wir wissen ja alle, wie wir ausschauen. Und das sieht immer ein bisschen komisch aus, fand ich. Und deshalb habe ich ihn rauf gemacht. Ja. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich kann ihn notfalls auch wieder wegmachen, wenn ihr auf diese Pixel steht. Und zwar ist damit das Wasserlassen bzw. das Duschen und Baden gemeint. Da kennt ihr ja mal diese komische Shader darüber. Ja. Da sieht man eh nichts, aber ich finde, wenn man eh nichts sieht und sowieso dann nochmal einen Pixel darüber macht, ist das eigentlich nur komisch und, ja, seltsam halt. Naja, kommt befremdlich vor. Gut, wer wird denn jetzt als nächstes was? Beziehungsweise, wir haben Freitag, sehe ich gerade. Das heißt, das ist der letzte Arbeitstag in der Woche. Und da dürfen die beiden sich nochmal ein bisschen anstrengen. Schauen wir mal die Bedürfnisse an. Wie geht's denn Papa? Papa hat keinen Spaß. Wie sieht's den Sohnemann? Sohnemann hat Hunger und keinen Spaß. Ist jetzt natürlich für den letzten Schultag nicht so schön. Ich würde mal sagen, der Sohnemann, der wird sich dann eine schnelle Mahlzeit nehmen und danach kochen. Nee, schnelle Mahlzeit kochen wird er nicht. Kochen vor Wut vielleicht, aber naja. So, Kanal schauen. Was lassen wir denn für einen Kanal gucken? Nachrichten, Sport, Comedy. Wir lassen den mal einen Comedy-Kanal gucken, in der Hoffnung, dass der so richtig gute Laune bekommt. Und der Papa, der Papa, der Papa, der Papa ist hungertechnisch nicht so schlimm. Aber eigentlich kann er ruhig auch eine Kleinigkeit essen. Eine schnelle Mahlzeit, den geben wir dann auch mal. Den typischen Joghurt, er mag ja eher mehr Joghurt mit Erdbeeren oder so. Und der guckt dann auch Kanal, auch den Comedy-Kanal. Ist jetzt ganz okay so. Sohnemann wird wach. Guten Morgen. Hallo. Gut. Jetzt holt er sich erstmal das Cerealien. Wird sich dann hier hinsetzen, das kennen wir ja. Ah. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Nicht so viel Spaß, wa? Naja, dafür hast du jetzt den Fernseher an, ja? Kicken wir mal, ob er die... Ja, so ein schönes Fahrrad wäre nicht übel, wa? Gibt das für Jugendliche hier Fahrräder? Keine Ahnung. Jo, oh, da werden wieder zwei Argumente gezeigt. The power of two boobies, kennt man. Die Schrift ist immer der Hammer. Da muss ich immer so ein bisschen an Star Wars Galaxy denken. Diese symbolische Schrift ist irgendwie so ein bisschen so wie bei Star Wars Galaxy. So, was macht dann jetzt? Nee, das ist doch falsch. Was ist denn da los? Du hast doch gar keinen Spaß. Du sollst hier Kanal schauen. Du sollst Spaß haben. Hm? Setz den mal hin. Ah. Genau. Papa, wie geht's dir? Er hat auch keinen Spaß. Ah, sieht aber sehr schlecht aus mit dem Spaß. Gut, den guten Mann jetzt einigermaßen okay. Mhm. Vielleicht kommen die gleich auch nochmal ins Gespräch. Kann ja auch sein. Ah. Ah, Papa hat sich einen Joghurt genommen. Gucken wir uns die beiden mal an. Der Fernsehglotze ist nicht so spannend. Mhm. Frage ist, ob ich hier einen Screenshot auch mal machen kann. Ich wollte mal irgendwie so einen eigenen Screenshot. F-Tasten geben nicht viel. Keine Ahnung. Hm. Wird auch nicht angezeigt. Gut, okay. Muss so sein. Gut, kommen die beiden ins Gespräch oder eher nicht? Können ja mal den Sohnemann Papa ablenken lassen. Den Tag verschönern. Muskeln sein. Jengs nicht. Jo, passt. Was haben wir hier? Jemanden kennenlernen. Geht das? Jemanden kennenlernen, beleidigen, mehr Auswahl. Freundlich.
kennenlernen. Mal gucken, ob das geht. Was hat er hier? Freunde werden mit Marvin. Stimmt, Marvin war ja draußen. Da könnte man ja vielleicht in Richtung Wochenende anpeilen, dass er mit dem ein bisschen Spaß hat mit den Jungen. Ja? Und nicht, was denkt ihr jetzt hier so, wa? So, Papa, hier mal wieder hier aktuellen Kanal schauen. Hier mal zu deinem Sohnemann hin. Was hat er hier? Gute Schwingungen. Jo. So, jetzt darfst du mal mit deinem Sohn quatschen. Du darfst den Tag verschönern und du darfst ein Kompliment machen. Das wird das hier wohl sein. Nee, einen Witz erzählen. Einen Witz erzählen. Mehr Auswahl. Lustig. Was nehmen wir denn hier? Witz über Marsmenschen? Nee, Polizistenwitz. Das geht immer. So ein bisschen Beamtenwitz eigentlich, aber ja. Aha, das hat geklappt. So, Sohnemann. Nee, Quatsch, andersrum. Sohnemann, der will immer noch jemanden kennenlernen. Eine unglaubliche Geschichte erzählen und... Halt, nein, der Sohnemann, der muss zur Schule. Genau, ab zur Oberschule, ich sehe gerade, aber jetzt auch mal ein bisschen hot hier. Flotti, flotti. So. Ja, mach hin. Hier, abbrechen. So, zur Schule mit dir. Du kommst zu spät hier. So, Papa. Was macht Papa? Nee, das ist nicht Papa. Papa ist hier. Jemanden anrufen. Plaudern, Telefon leise stellen, engagieren, einladen, hier abzuhängen. Nö. Irgendwas ist gerade passiert, er ist verspielt. Er darf sich aber nochmal nützlich machen. Er darf das hier säubern, Zähne putzen darf er, verwenden. Oh ja. Verwenden. Blase explodiert bald. Um 10 hat er dann auch schon wieder Arbeit. Machen wir das hier mal dichte. Dann darf er das hier noch aufräumen. Der muss ja auch ein bisschen noch was tun. Der hat ja so Verpflichtungen als Familienvater. 25% erledigt. Na, das wird jetzt nicht mehr werden. Gut. Er muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Ah, das wird hier ziemlich knapp ja mit der Zeit wieder. Oh Gott. Ja, der ist alles verkalkt. Guckt euch hier mal die Verkalkung hier an. Das erinnert mich an eine Dusche, die habe ich in RL. Die sollte ich ab und zu öfters reinigen. Also von daher eine durchaus realistische Simulation. Nur so wie er das hier reinigt, ist gar nicht gut. Ganz in Dämpfe und er steht die ganze Zeit in der Kabine. Ist natürlich nicht so gut. In Pfütze spielen? Nein. Jo. Es geht da dann noch mal urinieren. Schelmisch sein. Nee. Du bist nicht schelmisch. So. Was haben wir hier? Die Zeit geht ja nicht. Aufräumen, Hände waschen, säubern. Oh Gott, das wird hier alles sehr knapp. Der hat echt noch so viel zu tun. Ja, sammel das mal ein. 10 Minuten hast du noch. Könnte sich ausgehen, das könnte sich ausgehen. Oh Gott, nee, das geht sich nicht aus. Dann hast du Pech gehabt, da wird das nicht gesäubert. Dann geht's nämlich pünktlich zur Arbeit. Nicht so wie dein Sohnemann, der hier erstmal ewig rumguckt. Gut. Verrückt anfunkeln. Nee, funkelt wird hier nicht. Das darfst du erstmal arbeiten. In der Qualitätssicherung übrigens. Okay. Kohle im Klo. Warte mal, ja. Während einer kurzen Pause entdeckt Tim ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll er es in seinem Spind einschließen oder es direkt zum Direktor bringen? Weil ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht, aber ich habe meinen Sohn zur Ehrlichkeit erzogen, genau. Schauen wir mal, was da steht. Was ist denn jetzt passiert?
Der Direktor findet es sehr ehrenhaft, das Geld zurückzubringen. Er beginnt dann eine 20-Minuten-Rede über Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit, bei der Tim nach 10 Minuten abschaltet. Der Direktor besteht doch je darauf, dass der Vertrauenslehrer von Tim ihm Zusatzpunkte für vorbildliches Verhalten gibt. Und dazu gibt es dann eine Leistungsverbesserung von klein. Naja, immerhin. Besser als nichts. Ha? Eine Leistungsverbesserung. Gut. Und, aha, hier ist noch was passiert. Problembericht. Exos hat einen Softwarebereich entdeckt, der voller Fehler steckt. Ja, redet er jetzt hier von Microsoft oder von iOS, Apple? Keine Ahnung. Er kann sich abrackern und alle Fehler selbst aufnehmen oder seinen eifrigen Kollegen bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Ja, ich mache die Probleme lieber selber. Wir nehmen mal die Fehler hier auf und schau mal kurz, was er geschrieben hat. Was für ein Star! Exos ist der Held des Quests! Teams, alle Qualitätssicherungsteams. Und sein Eifer wird belohnt. Sein Kollege ist ein bisschen neidisch auf seinen Ruhm, aber er lässt seinen Frust an einem Hundespielzeug aus, das er für einen Wutball hält. Und dafür gibt es dann auch mal eine kleine Leistungsverbesserung. Kann man hier brauchen. Das heißt, dann kriegen wir irgendwann mal auch halt. Was blinkt denn da? Minze frisch, ach, die Zähne putzt noch. Jemanden kennenlernen. Erfolgreich hacken? Nee, du sollst nichts hacken. Das ist ja nicht so schön. Gut. Schubidubidu. Okay, jetzt sind wir hier nochmal schön glücklich. Der will das Haus ordentlich putzen. Das darfst du sogar machen. Das erlaube ich dir. Was ist mit Ihnen hier? Sammelobjekt finden. Gelangweilt ist er. Freunde mit Marvin werden. Und, ja, okay, der ist natürlich gerade richtig gelangweilt. Aber das ist halt, das Schulsystem. Das ist halt immer so. Mensch, wie oft hatte ich in der Schule Langeweile? Das ist der Hammer gewesen. Aber das sind Dinge, die überlebt man halt, wa? Hm? So, jetzt haben wir gleich 15 Uhr, der hat gleich Feierabend. Und gleich kommt er nach Hause, 14, machen wir schon mal langsamer, damit wir den Jungen zeitnah abfangen können. Na, wo ist er? Aha, da ist er auch schon. So, kicken wir mal, was den Jungen bedrückt. Das geht eigentlich. Hunger machen wir jetzt erstmal nicht, wir lassen ihn erstmal ein bisschen was einsammeln. Wir gehen erstmal den Hobby nach. Das heißt, wir werden erstmal hier graben. Haben wir hier noch mehr zum Graben? Graben, graben, graben. Graben, graben, graben. Schauen wir mal hier. Nee, da ist ein Schubidubidu. Frösche. Genau, nehmen wir auch mal mit. Frösche ist immer gut. Da haben wir nichts, nichts, nichts. Da sind nur Pilze gewesen, wa? Na, ja, Pilze. Die sind manchmal ein bisschen blöd zu treffen, die Objekte. Mit der Zoom-Stufe. Ihr könnt doch ein bisschen näher ran. Okay. Halt. Nach Schatz graben. Halt. Warte mal. Das ist eine neue Option, oder was? Warte mal, was steht da? Nochmal. Tim muss Folgendes verwenden. Schatzkarte. Ja, keine Ahnung, ob wir jene haben. Ist das nicht. Nach Schatz graben. Gut, was haben wir hier? Da haben wir nochmal die Pilze, wie es aussieht. Da krieg ich Pilze. Gut, das warten wir mal bis Tim. Wo ist er denn jetzt? Tim, Tim. Ah, jetzt buddelt er erstmal nochmal. Das kennen wir ja. Oh, der Junge ist so fleißig, also wirklich, also. Ja, und er freut sich. Sehr schön. Mensch, der Junge hat Freude. So muss das sein. Er geht so richtig seiner Passion nach. So, schauen wir mal, was er findet. Ah, oh ja, er ist schon auf Schatzgräberstimmung.
Okay, und das geht da hier hin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da was tutentät. Tutentätentätet. Hau bloß ab da, das ist meiner, ja? Ja, ey, bleib mal hier in der Optik stehen hier. Oh. Na? Hat er was gefunden? Tim hat eine Kapsel ausgegraben. Was mag da wohl stecken? Okay. Lass doch mal den erstmal ein bisschen quatschen. Wer ist denn das überhaupt? Das ist Marina Kreitz. Ja. Lass mal den mit Marina Kreitz quatschen. Wie spät haben wir das? Ich glaube, die sieht aber viel zu alt aus, wa? Ups, jetzt zeigt die Kamera versteuerung. So. Wie alt sieht denn die Dame aus? Oh, ich komme hier schlecht mit der Steuerung gerade. Wieso kämpft der gerade hier so mit der Sch Das. Guck mal, ich habe nur kurz angetippt. Das scrollt und scrollt. Aber was ist denn das? Ja. Was soll denn das? Was ist denn das für eine komische Kamerasteuerung gerade? Jetzt. So kann ich sie drehen. Das ist ja merkwürdig. Nochmal hier auf Tim. Ihr kriegt Tim nicht selektiert jetzt. Ist ja. Oh, hier am Zaun, da streikt das. So. Aber die sieht ziemlich älter aus, wa? Nee, die lasse ich nicht anquatschen, ey, wirklich. Ich lasse ihn noch ein bisschen automatisch quatschen und der soll eher mit seiner Altersklasse oder jünger. Jünger ist immer noch ganz nett, weil der ist ja auch noch jung. Also, der soll da nicht mit Gammelfleisch abhängen, also wirklich. Gut. Ist ja schlimm, wenn ich das im RL mache. Oder so. Nee, das war böse. So, also, was haben wir hier? Graben. Machen wir normal graben. Dann machen wir auch normal graben. Er ist ja langweilig, noch von der Schule. Aber der wird gleich Action haben. Jetzt lassen die noch hier graben. Und dann wollen wir mal schauen. Gut. Und auch da graben. Mal sehen, ob ich jetzt auf den Jungen selektieren kann. Geht das nicht? Zurück nach Hause. Anscheinend geht das nicht jetzt. Warum geht das jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ging doch sonst. Ho, ho, ho. Gut, und jetzt? Auch nicht. Ja. Er ist zumindest zufrieden, hat ein neues Metall gefunden. Das funktioniert zumindest. Und Vater kommt in einer Stunde nach Hause. Das heißt, jetzt wird der Sohnemann erstmal ein bisschen was essen. Essen, essen, essen. Und zwar. Was ist denn jetzt passiert? Gefunden. Ein gestreifter Frosch. Und was war das für eine Einblendung? Das habe ich jetzt ja nicht so schnell mitbekommen. Alle Benachrichtigungen automatisch erweitern. Aha, gucken wir mal. Gut, jetzt darf der gute Junge, weil der gute Junge so jung ist, eine schnelle Mahlzeit essen. Und zwar einmal einen Jukot. Danach. Oh, ein Kristall! Ein Chinolit! Mensch, das klingt wertvoll. Wertvoll, wertvoll. Dann darf er. Kokett? Nee, der ist zu jung für Kokett. Energie aufladend. Wir lassen den hier mal so Energie aufladend. Und danach darf er auch nochmal das hier machen. Und gucken wir mal, was Papa macht. Der kommt jetzt gleich nach Hause. Hoffen wir zumindest. Schauen wir mal hier, was der Junge macht hier. Ich habe schon wieder so komische Kamerabewegungen. Hallo! Irgendwas haut hier mit der Kamera nicht hin. Warum? Wieso, weshalb, warum? Was haben wir denn hier für eine Option? Kamerasteuerung. Kamera, warum bist du so böse? Aufnahmevideo starten. Screenshots machen. Ansicht drehen.
Okay, das ist nur hier ditte. Gucken wir, machen wir mal weg und zentrieren nochmal auf den Jungen. Der hat kurz gezuckt, hat der aber. Keine Ahnung. Das will mir jetzt hier nicht klar werden. Warum die Kamera hier so komisch rumzickelt. So, jetzt seht ihr, er hat keine Pixel mehr. Das heißt, auch diese Dusche wird jetzt nicht mehr davon beeinflusst. Das heißt, nicht mehr dieses komische Ausblenden, ne? So, das haben wir erstmal dazu. So, der Junge duscht, der hat dann bald durch. Da wollen wir jetzt aber nicht stören oder wollt dann sehen. Okay, hier kriegt er zu sehen, da. Schon wieder dreht die Kamera so. Bitch. Oder liegt das an den Depixler, dass der da. Halt, was ist denn da noch? Was ist denn das da? Ach, Pilz hier wächst. Wow, der ist aber. Die Dusche ist im Hintern. Und da seht ihr nochmal pinkeln, inklusive Strahl, aber die Hose ist nicht unten. Ja. Und das meinte ich, eigentlich gibt das gar keinen Sinn, das dazu dingseln. So, was haben wir hier? Bedürfnisse, Spaß. Was wollen wir denen jetzt für einen Spaß machen lassen? Gute Frage. Was kann man denn für einen Spaß haben? Spaß, Fernsehen, Buch oder dieses? Wie spät haben wir? Wir lassen den mal Fernsehen gucken, während Vater dann sozusagen gleich nach Hause kommt. Und Vater darf erstmal reparieren. Ist zwar ein bisschen gemein, der Junge macht's im Hintern und der Vater repariert, aber so ist das auch im Real Life. Ja. Papa darf's schon richten. Papa ist der Beste. Kennt man. Lassen wir mal ein bisschen düsen hier. Oh. So, Papa ist zu Hause. Papa, was hast du? Papa ist angespannt. Ja, tut mir leid, du darfst es trotzdem reparieren. Und du darfst sogar die Hände. Nee, du darfst das Ding hier reinigen. Und du darfst das verwenden. Nee, was gibt's denn noch hier? Hierhin geht nichts weiter. Kann man da noch was waschen? Abendessen? Nee, passt schon. Satt. Naja, warte mal, dann darf er noch mal kurz hier auch noch mal verwenden. Und darf dann. Was hat er denn hier für ein Telefon hier? Eingehender Anruf. Vivian Levis möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Wollen wir der Familie heute Besuch kommen lassen am Freitag? Ich denke ja. An einem Freitag kann man sich ja Besuch mal leisten. Dann kommt da ja mal an. Aber wir brauchen noch was für den Besuch. Und deshalb mal kurz Pause. Was brauchen wir? Wir brauchen etwas fürs Wohnzimmer. Und zwar brauchen wir leere Wände. Nee, natürlich nicht. Enthält neue Objekte. Komfort. Beleuchtung neu? Was haben wir denn hier neu? Oh, Belohnung. Lass Plumbobs erstrahlen. Ach, so heißen diese komischen Teile über die Figuren. Die heißen Plumbobs. Ja, so lernt man auch immer wieder was. Plumbobse. Da haben wir hier. Enthält neue Objekte. Alle Anzeigen. Das heißt, hier oben wäre auch noch. Oh, da ist was Neues. Was ist denn das? Brennende Tiki Bar. Ach so, das kommt durch diese Edition, die ich da habe. Und hier ist dann auch nochmal die Tiki Bar drin, wie es aussieht. Ja, eine Tiki Bar werde ich jetzt hier natürlich nicht reinklatschen, sondern ich will Elektronik. Elektronik, und zwar möchte ich ein Radio. Ein Radio. Was haben wir denn hier für welche? Cool. Auto. Altmodischer Musikspieler. Grammophon. Oh, ist ja geil. Oh, das ist die alte Anlage, die kennt man ja noch. Bodenlautsprecher Tower of Power. Wow. Mal hier. Outdoor-Lautsprecher. Die Musiboxe. Vermieterflüsterer. Wir nehmen die ganz klassische Anlage aus der alten Sims. Schauen wir mal. Schwarz. Ach,
das färbt nur da unten. Na, das ist ja auch noch ein Blütze. Nehmen wir das helle. Schubidubidu. Nein! Irgendwie geht meine S-Taste nicht. Warum geht meine S-Taste nicht? Mensch, ich komm hier runter. Ich kann da nicht runterscrollen. Nur so komisch schräg. Dann wieder so schräg. Was ist denn das für Driss? Das geht gar nicht. Oh Gott. Nee, das geht so gar nicht. Warte mal. Warte mal, wir machen Speichern. Und dann komme ich gleich wieder und dann schauen wir mal, wie wir das lösen, das Problem. Also, bis in der nächsten Folge. Oder nee, Quatsch, wir machen das anders. Nee, doch, wir haben schon 25 Minuten. Nee, wir machen das anders. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich versuche, dieses technische Problem zu lösen. Also, dann bis zur nächsten Folge und Cheerio! Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockt Sims 4. Und der Besuch ist... Oh, halt! Levelaufstieg! Ja, Exos hat den repariert. Der Sohnemann darf die nette Dame erstmal hineinlassen. Also, freundlich vorstellen, grob vorstellen. Oder kommt sie selber hinein? Ich weiß es jetzt nicht. Schauen wir nochmal weiter. Ah, sie kommt selbstständig hinein. Das ist okay. Ich wollte aber noch was machen. Ich wollte ja eine Stereoanlage holen und das Bauproblem beheben. Und wie ihr seht, das funktioniert. Und das Fokussieren funktioniert und das Fokussieren. Keine Ahnung, woran das gelegen hatte. An den D-Pixel lag es anscheinend nicht, weil der ist noch drauf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Der duscht ja nicht, weil der macht ja nur die Dusche sauber. Nee, der repariert sie. Ja, schauen wir mal. Ich wollte eine Stereoanlage holen. Stereo, oh, Stereo. Und wo bauen wir die Stereo hin? Wo hat man sie überhaupt gehabt? Hilfe, toll. Ich brauche keine Hilfe. Hau mal ab hier. Gut. Und dann schauen wir mal, wo wir hier... Esszimmer, nee. Wohnzimmer, ja. Was ist denn das hier eigentlich? Aha. Im Falle von Gesellschaft. Ach, das sind ja anscheinend solche Vorschläge, wie man sowas einrichten kann. Ja, hat so ein bisschen was von IKEA-Katalog. Aha, dreieckiger Raum, viereckiger Raum. Da kann man direkt hier Raumvorschläge Vorschläge machen lassen. Jo, ist alles ganz nett, aber wir waren hier... Was ist denn das hier? Enthält neue Objekte. Aha. Lampen. Ach, das ist diese komische Simoleon-Lampe. Die sieht aber irgendwie cool aus. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Was haben wir hier? Ah, ja, super. Okay. Nee, ich wollte ja was anderes haben. Machen wir hier. Dann war unter. Was war denn? Elektronik, genau. Dann wollte ich Rira Radio, das klassische Sims Radio. Und dazu nehmen wir, hoppala, falsch. Hier wollte ich das unterste, das schöne helle. Müssen wir mal gucken, wo wir die platzieren. Hier hin ist schon fast, weil da würde sie den Fernseher stören und hier stört es den Mülleimer. Ich habe hier eigentlich recht wenig Platz und das ist alles ganz blöd. Wir können die natürlich auch rotieren. Mal gucken, ob das so geht, ja. Dass die dann so steht und so. Mit dieser Abgrenzung zu der Mauer wäre eine Möglichkeit. Machen wir auch mal. Und dann hören wir mit dem Shopping-Kanal auf. Wobei, die Musik ist gerade geil. Muss ich mal sagen. Also aus Sims 3, die Shopping-Kanal-Musik war ja auch ganz nett eigentlich. So. Er ist energieladen. Jetzt gucken wir erstmal nach den Bedürfnissen, bevor es hier weitergeht. Der hier ist auch gerade sehr enorm angespannt. Dann hat er einmal säubern, das macht er weg, aber einmal H2O lässt er wegfallen. Das ist schon ganz okay. Gut, sie geht natürlich bis Richtung dorthin und meckert sich natürlich erstmal hin aus, weil es hier sehr dreckig ist. Ja, das ist halt ein Männerhaushalt. So. Kleiner Freund, du darfst hier dich erstmal freundlich vorstellen und dann geht das Ganze auch weiter. Ja, die beiden kennen sich noch nicht. Papa hat sie ja auch eingeladen.
Und ja, sie unterhält sich über Kohle und auch über den Dreck hier. Dann darfst du auch mal so von einem Interessenschwärm. War das Interessenschwärm gerade? Ja, was? Manchmal klickt es so schnell, dass ich jetzt selber geistig nicht mitbekomme. Und dann machen wir hier das Gerät einschalten und machen mal ein bisschen elektronische Musik. Und das ausschalten. Ja. Wow. Oh, die haben hier die Optik ein bisschen geändert. Sieht schick aus. Ist da so ein Dingsgerät drauf? Ja, da ist hier so ein... Ich hoffe, kein Apple-Produkt. Ah. Ja, so, Vater ist fast fertig. Der darf sich dann auch gerne mit der netten Frau unterhalten, weil er hat sie ja auch eingeladen dann. Der darf erstmal was Nettes machen. Was haben wir da? Freundlich, genau. Er darf über Interessen reden. Hat der gerade da angefangen, sauber zu machen? Keine Ahnung. So, jetzt geht's den Werten her schon ein bisschen okay. Genau, und der darf sie dann auch weiter kennenlernen. Ja, das ist halt nette Nachbarschaft. Also irgendwann wird der halt nochmal eine nette Frau kennenlernen, aber die ist doch ein bisschen zu alt. Das ist schon wirklich so Generation 50 plus. Und er ist ja gerade Generation 40 plus erst. Und das sind ja doch ein paar Jahre Unterschied. Obwohl die ist schon fast 60, 70. Also so von der Haare her. Ne? Kann ja durchaus sein. Hunger hat er. Papa darf mal, guck mal, ob er hier mal Abendessen servieren. Und zwar, jetzt darf er hier mal richtig eine Taco-Platte machen. Fischtacos. Ich guck mal, ob das so geht, dass er hier alle beköstigt. So, dann darf er zu... Oh ne, der macht einen Hüfttanz. Genau. Genau. Schauen wir mal. Ey. Ja, klappt ganz gut. Dann schauen wir mal, dass er hier vielleicht mal nächstes Lied macht. Mal gucken, was wir hier für Musiken haben. Geht hier auch die Musiklautstärke ändern? Mittel hoch. Jo. Hui, das fetzt ja richtig. Wow. Hammer. So rum, genau, dann kriegt man ein bisschen mehr mit. Ja. Jetzt kann man sie schon wieder was leiser machen. machen wir sie wieder mittel. Gut. Ich guck mal nach, ob man die hier zum Essen einladen kann. Techtelmechtel natürlich nicht. Geht da nicht anscheinend. Zum Essen rufen. Genau, dann dürfen die nämlich alle mal was essen. Hunger, müde. Spät haben wir, 22 Uhr noch was. Das ist schon ein bisschen später heute. Ah. Und da geht's schon wieder weiter. Sonnemann nimmt sich eine Portion und sie nimmt sich auch eine Portion. Das ist sehr schön. Und zum Essen machen wir da mal eine andere Musik. Zum Essen machen wir ein bisschen Klassik. Klassik zum Dinner. Da machen wir ein bisschen lauter. Ich höre gerade nicht viel. Genau. So. Was hinterhält sie? Ach, ihr gefällt das hier schon. Er will gerne ein Auto haben. Hat er noch nicht mal einen Führerschein? Ist der Hammer. Ja, wir haben eine Menge sauberes hier schon. So ist er. Ist immer sehr fleißig. Muss man ja mal so sagen. Und schaut mal, wie der blitzt hier das Essen. Ist der Hammer. Oh, sie muss natürlich gleich das Essen fotografieren, damit sie dann bei Facebook posten kann. Ja, ich habe hier schön sauber gemacht. Nee, schön nicht essen. So, er darf das dann natürlich erstmal weg. Ach du Schande. Ja, reparier mal schnell. Ja, er fühlt sich natürlich unwohl. Oh Gott. Und das, wenn Besuch da ist, hä? Das ist ärgerlich. Aber es sind so Dinge, da muss man durch. Hoffe, die Musik besänftigt ihn ein bisschen. So leise Klassikklänge. Danach darf er auch aufwischen.
Der Sohnemann kümmert sich so lange um den Besuch. Das ist sehr vorbildlich. Oh, was ist denn los? Ja, ich glaube, das wurde ihr zu viel. Die will an den Computer. Das ist ja mal Hammer. Tag verschönern. Kann ich die eigentlich auch steuern, wenn die im Haus ist? Nee, anscheinend nicht. Nö, hat ja auch kein Dings hier unten. Jo, mach hier mal den Tag ein bisschen schön. Und ein kleines Kompliment machen. Vivian ist inspiriert. Ach, da kommt durch die Musik wohl. Stimmt, der hat ja auch so immer Auswirkungen auf die Emotion. Ja, und Papa, wow, Papa hat, nee, Quatsch, Tim hat Charisma. Halt, was hat er denn Charisma hier? Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Tim kann jetzt online für einen guten Zweck spenden, Anmachsprüche vor dem Spiegel üben und andere Sims schmeicheln. Jo. Toll. Probieren wir mal gleich aus. Genau, machen wir hier mal schwuppdiwupp und schmeicheln wir mal. Mensch, der Junge hat echt eine Menge Charisma, hä? Und die freut sich. Und da ist wieder was passiert. Exos hat folgende Tuning-Teile erhalten. Ein gewöhnliches Tuning-Teil. Teile plündern. Was ist denn da? Wie kommt da die Grütze hin? Ja. Shibidei. Halt, du darfst das nicht machen. Papa sollte das machen. Plündern wir mal. Halt, du gehst nicht ins Bett. Du bist zwar müde, ich weiß, aber... Oh, das ist schon nach 0 Uhr, Leute. Das ist ja mal Hammer. So, sie geht nach Hause. Sie ist wohl auch müde. Und er fühlt sich unwohl ohne Ende. Warum denn? Ja, ich sehe schon. Super. Ja, er hat natürlich wenig Spaß jetzt gehabt durch die Rumwürselei. Der Sohnemann geht schon ins Bett. Das ist okay. Ja, lassen wir den im Bett, bevor er hier noch weiter die Depressionen bekommt. Ja, das muss ja nicht sein. Schalten wir das mal aus. So, und dann lassen wir sie beide mal schlafen. Fängt ja toll an, das erste Wochenende. Da hat man Besuch, da sifft ihn die Küche voll und Dusche war defekt. Toll, super. Echt genial. Und man hat Probleme mit der Steuerung. Echt genial. So, und da machen wir wieder einen Break. Ist diesmal ein bisschen kürzer geworden. Aber das Wochenende wird da ausgedehnt, da denke ich mal. Deshalb wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ein angenehmes weiteres Wochenende, falls ihr Wochenende schon auch hier habt oder so, keine Ahnung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr auch wieder einen Daumen hoch machen. Und wenn ihr Vorschläge, Ideen, Kommentare oder der Depixler nicht gefällt oder so, schreibt es unten in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.